So, weiter geht's heute mit so einem Polizeialltag der vorerst, wahrscheinlich vorerst letzten Folge. Warum? Seht ihr dann vermutlich ab Dienstag. Wie gesagt, auf diesem Platz hier. Wir schauen mal. Es wird ein bisschen was mit Polizei zu tun haben. Ich habe es vor Jahren, als es damals rauskam, privat gespielt. Und fand es total eigentlich schon ziemlich gut. Es ist eine gute, sehr geile Story. Ich liebe Story Games, ihr wisst das. Und ja, gerade bei diesen Simulatoren, das kann auf Dauer ein bisschen stupide werden, wenn das halt nur immer die gleichen Missionen sind, gefühlt. Wir schauen mal, was wir machen. Wie gesagt, beim Bus-Simulator war es anders, da war es immer abwechslungsreich. Aber hier ist es halt genauso wie beim Car-Mechanic-Simulator immer mal wieder dasselbe. Deswegen will ich einfach mal wieder was anderes, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ich hoffe, ihr seht mir das einfach nach. Aber freut euch drauf. Ich freue mich genauso drauf. Es ist Jahre her, dass ich es gespielt habe. Und ich will einfach mal wieder weiter. Mir das einfach nochmal angehen. Los geht's. Auf jeden Fall erstmal Police Simulator. Wir starten heute nach Baytown mal. Mit einer Fahrzeugstreife bei Nacht. Das ist zumindest der heutige Stand. So, was sollen wir denn machen? Polizeipräsenz zeigen im Keller im Financial Sektor und in Baytown. Wenn wir dann dürfen. Ja, gut, wir müssen fort. Es gibt Berichte über eine gestiegene Kriminalitätsrate in diesem Gebiet. Zeigen Sie Polizeipräsenz, um dagegen anzugehen. Alles klar. Oh Gott, das ist eine Polizeistreife, eigentlich eine Fahrzeugstreife. Aber wir gehen mal ein bisschen los, dass wir halt zu. Okay, tut mir jetzt warum. Große Frage, warum gehen wir es nicht einfach mal? Ich gucke gerade ein bisschen wegen mal auf die Autokennzeichen, weil das schon vorher gesagt wurde. Du hast gar keins. Das heißt, du darfst eigentlich gar nicht auf der Straße sein. Frage, darf ich dich abschleppen? Deswegen? Könnt ihr einen Abschleppwagen Ja, an meinen aktuellen tatsächlich. Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Weil das Fahrzeug hat ja offiziell gar kein gültiges Kennzeichen. Ja, guck in dieses Auto auf jeden Fall weg. Weil es darf ja eigentlich gar nicht auf der Straße sein. Gut zu wissen. Du hast. Gehen wir mal weiter. Auch. Ist alles okay. Du auch. Nur kurz auf die Parkuhren, ob die nicht abgelaufen sind. Bisher nicht. 23 und passt. So, dann gehen wir mal dieses Trüppchen hier kurz durchgucken. Du dürftest sogar auf dem Hinterparkplatz parken. Du passt auch. Du passt auch. Du passt auch. Und du nicht. Ergo, Strafe wegen falsch parken, abgelaufenes Kennzeichen und damit darf ich dich eigentlich wieder abschleppen, oder nicht? Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Position und Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Ich soll der Polizeipräsenz zeigen. Das machen wir jetzt gerade auch in Baytown zumindest hier. Und er hat auch ein abgelaufenes, eine abgelaufene Uhr. Und dann checken wir nochmal aufs Kennzeichen. Ist soweit. Okay, August 23. Und da wir noch nicht 23 haben, ist es soweit in Ordnung. Weiter geht's hier. Das ist etwas 23. Da passt es. Da passt es aber nicht. Und du hast ebenfalls. Hier, du hast kein abgelaufenes Kennzeichen, aber eine abgelaufene Parkuhr. So, wir sollen ja mal noch Polizeipräsenz zeigen. Das ist zumindest heute der Plan. Boah, ist schwierig zu sehen. Aber der hat gar nichts drauf, ne? Also kann er weg.
So, abgelaufenes Kennzeichen und damit darfst du auch abgeschleppt werden. So, könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Genau, das hat mir der gute. Er wird in Kürze bei Ihnen sein. Das hat mir der gute Checker unter meinem YouTube-Kanal. Hallo. Geschrieben unter das Video, unter den letzten Videos. Der hier ist genauso, ne? Also geht der auch raus. Abgelaufenes Kennzeichen, dafür kriegt er erstmal eine Knolle. Weil das ist ja gelb hinterlegt, ergo ist es 21 abgelaufen und damit kriegst du einfach so ein weiteres. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. So, der nächste geht raus und das schicken wir mal gerade ab. Und tschüss. So, was haben wir denn hier? Noch so einer. Also gefühlt haben wir jetzt alle gerade mit diesen abgeschlagen. Kriegen wir noch einen weg. Der hier. Du kriegst nämlich noch eine Knolle wegen einem abgelaufenen Kennzeichen. Das ist was für die anderen beiden jetzt auch aus dessen Gründen wir die jetzt abschleppen hier. Und genau, Abschleppwagen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Soweit zumindest, was war. Okay. Und auch die Parkour-Fest. Oder warte mal. Gucken wir mal gerade nur Stopping in die Time. Wir haben Montag oder Mittwoch, also darf es auch hier parken. So, du kriegst jetzt mal eine Knolle wegen deiner falschen Richtung hier. Und tatsächlich darf ich dich auch abschleppen, weil du gerade auch noch, weil du gar kein gültiges Kennzeichen mehr hast. Digga, ist der Versicherungsschutz weg. Und damit ist das Thema erledigt. Weil. So, dann kriegen wir noch einen, dann holen wir noch einen Abschlepper. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Okay. Okay. Also unser Abschleppunternehmen. Hat schon sehr viel zu tun. Du hast auf jeden Fall eine abgelaufene Parkuhr. Das Park passt soweit. Okay, bei dir sehe ich auch kein Problem. Das passt. Parkuhr läuft. Kennzeichen okay. Ist okay. Also gehen wir hier. Oh, wir haben hier ein bisschen. Wir haben hier noch ein bisschen Trouble. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ebenfalls ein Auto, was ohne gültiges Kennzeichen dasteht. Also geht auch dieses Fahrzeug auf den nächsten Abschlepphof. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. 21 Sekunden, aber. Und der geht jetzt erstmal hier raus. Du darfst eigentlich gar nicht auf dem Bürgersteig parken. Warum machst du das überhaupt? Warum macht man sich die Arbeit im Park so auf? Okay, dürfte eigentlich theoretisch da parken. Sagt er gerade. Dafür aber Minus gekriegt. Kann ich den Abschleppwagen? Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Da geht der jetzt auch weg und der nächste Kollege genau. Also das sind die ganzen Fahrzeuge jetzt mit den abgelaufenen Kennzeichen hier. Wie ihr seht, da ist ein schwarzes Feld. Also geht's weg. Gelbes Feld oder schwarzes Feld heißt abgelaufen, beziehungsweise nicht gültig und dementsprechend darf das Fahrzeug auf den Hof. So, der hier ist ein bisschen blöde geparkt. Mehr oder weniger. Der kriegt auf jeden Fall mal eine Knolle wegen Parken auf dem Bürgersteig. Und wir kriegen es wahrscheinlich sogar hin, dass wir das Baytown mehr oder weniger gerade arbeiten. Aber präsentieren. Oh, ja, das hier präsent zeigt. Oh, ich habe vergessen, meinen Tee zu holen. Ich hätte eigentlich meinen Tee machen wollen. Schon eine ganze Weile. Machen wir nach der Folge. So, also hier auf jeden Fall erstmal in der Richtung. Das heißt, du darfst schon mal. So. Okay. Ja,
Okay. Checken wir nochmal ganz kurz die Parkuhr. Nicht, dass sich da mir einer durchgeht, der hier in meiner Stadt, in meiner Hut vor der Parkuhr parkt. Bei der abgelaufenen Parkuhr parkt. Boah, das ist auch schwierig zu sehen. Ja gut, ich habe die Taschenlampe noch, ne? Taschenlampe. Ist aber okay. So, du hast alles okay. Du hast nicht alles okay, weil du hast abgelaufene Parkuhr. So, was ist mit deinem Kennzeichen? Ist in Ordnung. So, was haben wir hier? Also auf jeden Fall erstmal parken in der falschen Richtung. Das ist schon mal ganz klar. Dafür gibt es auf jeden Fall erstmal eine Knolle. Wir haben fast alles voll. Was haben wir hier? Ist eigentlich soweit okay. Du stehst schon mal erst mal auf dem Bürgersteig. So, was haben wir hier? Ist die Backup abgelaufen? Kann das sein? Nee, kann sie nicht sein. Okay. Weiter geht's. Kennzeichenordnung. Parkour okay, passt also. Hier ist die Parkour nicht okay, dafür gibt es die erste Knolle. Warte mal. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich jetzt, das war die falsche. Upsi. Abschleppen rufen wegen der Parkour natürlich. Kann ich irgendwas rückgängig machen? Nicht, ne? Scheiße. Das war keine Absicht. Ne, war er nämlich nicht. Er hat nämlich sein Kennzeichen ist weit in Ordnung. Genauso wie der hier. Gucken wir mal gerade drauf, was da ist. Montags nicht parken. So, so. Und mal weiter. Der Lieferwagen hier vorne darf hier theoretisch parken. Oh, okay, er darf es nicht. Ergo geht der in der Sicherheitszone raus. Geht der definitiv raus. Besondere alte Zone. Rettungszufahrt hier. Der geht auf jeden Fall raus. Wenn der Krankenwagen hier raus muss... Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Was haben wir denn hier mit dem... Das ist gar kein Kennzeichen dran, kann das sein? Ich weiß, dass Amerika ist ja vorne nicht Pflicht, oder? Wow. Gut. Nee, passt soweit. Du gehst auf jeden Fall raus, weil wie gesagt, es kann eine Rettungszufahrt definitiv, nur wenn sie gerufen wurden, dürfen sie hier parken. Das ist eine gesonderte Haltezone. Und damit sagt der Besitzer gerade Bye-bye für sein Auto. So, gucken wir mal da hinten weiter, damit wir noch ein bisschen was schaffen heute. Ich glaube aber, die haben wir schon gefrühstückt, genau. Hier kontrollieren? Nee, boah. Warte mal, komm, ich kontrolliere mal. Warte. Darf ich den? Nee, darf ich nicht. Das schaffe ich nicht mehr. Wieso läuft denn deine Frau? Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand! So, fahren wir weiter, dass ich dich mal ganz kurz kontrollieren kann. Es ist jetzt einfach mehr oder weniger mal gut Glück. Hallo, bleiben Sie mal stehen. Ernsthaft? Ich wollte gerade sagen, halt mal bitte ganz kurz an. So. Wir wollen einfach nur mal eine allgemeine Verkehrskontrolle. Fahrer, bald mal Dokumente.
Hintergründe fragen, darf ich? Warte mal, ich mache mal kurz eine Hintergrundprüfung. Kann ich das hier einfach mal kurz machen? Polizeicomputer? Alles klar? Ja, ja. So, warte mal. Kann ich das nicht machen? Ich hätte gern mal das Auto kontrolliert. Ich würde dich gerne mal fragen, kurz. Fahrrad fahren oder Ampel? Fahrzeug. Ich hätte gern mal einfach gefragt. Nee, da muss ich ihn rausnehmen. In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Tag noch. Ihre Schicht ist um, Officer. Warte. Ja. So. Verstoß bestrafen, per abgelaufen. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Ja, ich. Sie sind wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsmaßnahmen verhaftet. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Was? So, den Dieb habe ich jetzt sicher. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ja. Ich habe doch die Idee. Ich habe einen illegalen. Warte mal. Was habe ich jetzt gefunden? Ich weiß nicht, ob die. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. So, wir haben auf jeden Fall erstmal bei Tom da abgearbeitet. Deswegen ziehe ich gerade ein bisschen von der Schicht, ja. So, warte mal. Was haben wir denn gefunden überhaupt? Sprengmesser. Das heißt. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Da ich kein Auto habe gerade, kann ich natürlich nichts machen. Wir sind die Alte mit der... Hier ist sie, ne? Meine Geldbörse wurde gestohlen. Bitte Hilfe! Alles klar. Hier ist Ihr gestohlenes Eigentum. Das war sehr gute Arbeit, Officer. Das sah aus wie eine Verfolgungsjagd aus einem Film. So. Alles klar. Hier ist Ihr Bericht. Vielen Dank, Officer. So, bitteschön. Und schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, die haben wir fertig. Und die wird jetzt hoffentlich frei gebuchtet. Darf ich die jetzt? Kann ich die doch begleiten? Ja, egal. Komm, wir machen zurück zum Hof. Wir sind eh nicht weit weg. Wir haben auf jeden Fall grün in Beethoven. Da ist ja auf. Genau, da wollte ich hin. So, hier rein. Und da sind wir dann und dann machen wir auf. So, Feierabend für heute. So, Frank Miller sagt dann, jo, passt. Gut. Ja, nicht ganz. Gut, weitere Schicht machen wir morgen. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich drauf und da gucken wir mal, was als nächstes passiert.